Schneller. Schneller. Komm, wir müssen darüber. Hab ich dir schon gesagt, dass wir darüber müssen? So, ich weiß, die ganze Reise ist ein bisschen langweilig, aber was soll man machen, wenn wir da hoch müssen und runter müssen? Und, ja. Oh ne. Wir wollen ja nicht desynchronisieren. Mehr ist das nicht. So. Was für eine Überraschung erwartet mich hier? Nichts. Jetzt machen wir noch einen Kreis. Achso. Genau, da habe ich kein Pferd. Right decision, Gere. Jetzt bin ich ein Pferd. Ist das mein Reittier? Hat der Schakal mir ein Pferd geschickt? Im Endeffekt müssen wir da wahrscheinlich eh. Ich hab's einfach nur verschrien. Ja, sollte das was zum Schaffen sein. Das Vieh ist sauer! Achso, jetzt muss ich gehen. Ich dachte mir, dies hat es für Level hat. Sollte das eigentlich machbar sein? Aber wir brauchen wieder andere Bögen. So, da brauchen wir einmal einen leichten Bogen. Und da brauchen wir einen Richtung. Gibt der Schlaf für was? Nö. Aber die Pfeile machen uns nicht Schaden. Mein Pfeil am Ende Schaden verursacht. Glaubt sie gar nicht. Ja, und jetzt? Können wir noch ein bisschen plündern. So, mal da. Ja. Wir haben eine Sterns. Kann ich wieder was herstellen? Was sollte man jetzt? Fernkampfschaden. Gesundheit. Sportgesundheit geht gar nicht. Ich will einen Fernkampfschaden machen. So viel brauche ich wieder. Wo war jetzt der Ausgang? Ausgang? Ach nee, komm, warte.
Okay, jetzt können wir alle zur Blume beziehen. Haben doch was. Schnaufen da was zusammen da unten müssen, glaube ich. So. Wow. Hätte ich am Weg gegeben, nur ich bin jetzt voll den Weg zum Suchen. Die Lotushöhle. Ich habe jetzt keinen einzigen Gegner gefunden. Wird echt eine rote Blume dann? Na gut. Ich frage, wie komme ich dort hin? Dann Sachen. Gibt es einen Geleitschutz? Weiß was? Sehr große Höhle will jetzt nicht gewesen. Das heißt, jetzt müssen wir noch den letzten Schatz finden. Der dort oben ist. Den wir wahrscheinlich über da erreichen. So. Na komm. Ja. Weißt du, dass das die verkehrte Richtung ist? Ja? Sehr schön. So. Wir sind hier raus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schatz im Grabmal, im Grabbuch in der Mutter. Ja, ich meine, jetzt muss man schon aufgedeckt haben. So, das nächste. Seht mich nicht, ich bin ein Geist. Da bin ich nicht. Nein, nicht da drüben. Sterb gefälligst! Ich bin nicht gerade selber. So.
das können wir nicht mehr dazu, oder? Drei Schätze. Eins. Nee. Hä? Ein Schatz. Wo ist denn bitte der zweite Schatz? Da. Nee, hintereinander. Ist das? Habe ich das vielleicht schaffen können? Heute die Dorte abschließen. Jetzt können sie das Kapitel auch nicht mehr machen. Ach nee. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also zu quatschen. Soll ich den markieren, den Eingang? Und sonst in die Richtung drin. Wenn ich so weitermache, wird das nichts mit der Seite. Aua. Ich weiß nicht, ob das der richtige Eingang ist. Aber es wäre auf der komplett falschen Seite. Oh, hier ist die komplett falsche Seite. Geister. Oh nee. Ja, schon. Was sind so komische Höhlen? Ja, danke, machen wir mal. Die Höhlen? Hm. Ja. Ah, über mir. Da komme ich auch nicht rein. Das sind ja anscheinend nur Lichtquellen. Lasch mich da rein. Drei Stockwerke gab es, glaube ich. Ja. Eines davon. Auf der anderen Seite gab es noch einen Zugang.
noch da. Keinen Zugang. Und da oben, glaube ich, saß doch der Vogel. Nein. Aha. Aha. Oh. Ein bisschen zu. Das war doch einfach zu einfach, naja. Das war zu einfach, deswegen habe ich es nicht gesagt. Sie? So. Da. Ist da ganz viel. Da. Okay. Puh. Noch ein paar Zeichen. Ich habe alles für das Ritual. Aber gibt es keinen anderen Weg? Einen Kar zu zerstören ist... Weißt du, wie dieser hier Osiris betrogen hat? Wie er die Verschlingerin täuschte, Amit? Er benutzte das Herz eines Unschuldigen, eines Kindes. Ich muss dir nicht erklären, was das bedeutet, Bayek. Dann lass uns beginnen. Die Krieger der Schakals werden versuchen, uns aufzuhalten. Lass das nicht zu. Ich beschwöre dich, Herr der Stille. Gib uns dein Hekka und dein Nechacha. Ich beschwöre dich, Verschlingerin, Seelenfresserin, Bestraferin, denn wir wollen eine unreine Seele aus diesem Reich verbannen. Möge dein Name sterben, möge dein Körper verwesen. Himmel und Erde sollen dich zurückweisen, deine Seele soll nie vor Osiris stehen. Deine Seele zerstört, dein Körper zerstört, dein Ka zerstört. Am Kaari her im Red Kresef Neter. Am Kaari her im Red Kresef Neter. Am Kaari her im Red Kresef Neter. Der Schakal versteht es. Seine Wächter werden uns nicht länger behindern. Anubis ist erzürnt. Es kommen noch mehr. Was jetzt? Kommt jetzt weniger oder kommt jetzt mehr? Mögest du das Jenseits mit deinem Feind betreten? Septimius! Nein! Du ziehst die Gefilde der Binsen nicht ins Verderben wie einst mich! Oh, Apophis! Verschlinger! Komm! Die Dämonen, die Seelen, die du nimmst, sie werden dir den Zutritt nicht verwehren. Sei beruhigt. Dein Herz ist nun nicht mehr schwer. Ich wurde komplett gereinigt. Okay.
Ah, warte mal, ich schau. Wir haben eine neue Montur. Wo ist die? Wo ist da? Nein, wo ist die? Ja. Ina des Amun. Drehst du dich mal bitte? Okay, ohne Kopfbedeckung schaut das Ganze besser aus. So, dann müssen wir jetzt noch daher. Sehr schön. Fest. Wir haben jetzt den ersten Inhalt zum Brett abgeschlossen. Wir haben die Schätze da vorne cool schon. Das ist super. Jetzt können wir dann die anderen auch abschließen. Du musst da gehen. Ach komm. Hinter mir. Aha. Und wo ist der zweite? So. Ah, das war ein Tempel. Inno ist nicht verfügbar. Komm, ich will noch einen Platz. Der Schatz, jawohl. Ach komm, wieder hoch. Dankeschön. Warum habe ich gesagt, nur einen Schatz? Ja, weil wir beim zweiten sowieso wissen, wo der liegt. Eieieiei. Ja, aber klar, geht das Pferd eigentlich nicht rein. Gut, in einem Tempel und ein Pferd ist auch, glaube ich, nicht das Wahre. So, der Mars natürlich. So, komm, lass das komplett abschließen. Na komm. Danke. Und gut. Mal komplett abschließen, was er für ein schönes Foto gemacht. Nagato, das war hübsch, ja. So, raus mit uns.